Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Lolltrends und News. Abflug zum Höhenflug der Woche und das ist Kassadin. Durch das Durability Update 2.0 dauern Games nun schlichtweg länger. Zusätzlich dazu wurde mit Patch 14.19 deutlich an der Movement Speed und damit auch Mobility Schraube gedreht. Der perfekte Nährboden für Kassadin. Das mündet direkt mal an nur einem einzigen Tag und teils mehr als 1,5% gestiegen ist. Er sitzt mittlerweile in Emerald Plus bei bereits jetzt schon über 53% Winrate und ich kann fast schon garantieren, dass er deutlich an Beliebtheit gewinnen wird. Halten wir beim Abfalleimer der Woche. Es kann nur einer sein, es ist natürlich Cassante. Heilige Mutter Gottes hat sein neuestes, ich nenne es einfach mal Mini-Rework, ihn wieder einmal komplett in die Tonne geklatscht. Er sitzt einfach mal bei 40% Winrate in Emerald Plus. Und ich musste ungelogen, ich glaube 15 Minuten lang nach einem Master Plus Spieler suchen, um auch nur an ein einziges Replay von diesem Patch zu kommen, um das in den Background Footage reinzuknallen. Selbst die größten Cassante OTPs werden diesen Champion nun einfach vollkommen ungeliebt links liegen lassen. Zeit für den Nope der Woche und das ist Lulu. Seit bereits einiger Zeit ist sie meine Antwort darauf, wer momentan Hidden OP ist. Lulus Bunrate steigt seit einer langen Zeit an und nun ist mit Patch 14.19 ihre Zeit, um zu trumpfen, endgültig gekommen. Crit-Items wurden weltenheftiger genervt als On-Hit-Items. On-Hit-ADCs wie Kaiser und Vayne sind damit wieder die stärksten der ADCs. Und mit wem funktionieren die extrem gut? Mit Lulu natürlich! Ihre Bunrate hatte sich bereits vorher in nur einem Monat fast verdoppelt und mit der neuen Meta wird sie sich nur weiter erhöhen. Kommen wir zum Broken Pick der Woche und das ist Camille. Bereits seit etlichen Seasons ist sie mein Go-To-One-Trick-Champion, weshalb ich ernsthaft überlegt habe, ob ich sie vielleicht doch nicht hier reinpacke. Man muss aber ehrlich sagen, dafür, dass sie bereits seit Monaten im S-Plus-Tier ist, absurde Winrates hat, ja dafür ist ihre Bann- und Pickrate einfach viel zu niedrig. Ich kann euch fast schon garantieren, dass sie in der naheliegenden Zukunft genervt werden wird, vor allem daher, dass Fighter nun mal jetzt grundsätzlich auf diesem Patch wesentlich schwächer geworden sind, außer halt eben die Trinity-User und Camille ist nun mal der vermutlich beste Trinity-User im gesamten Spiel und hat dazu auch noch extrem gute Matchups gegen fast alle Tanks. Bei unserem Item der Woche haben wir die Sorg-Boots. Die meisten Boots wurden saftig genervt, die Sorg-Boots allerdings nicht. Überraschenderweise sind die nun gebufften Plated Steel Caps statistisch ziemlich schwach. Die Sorg-Boots hingegen haben massiv an Popularität gewonnen und sind nun die meistgebauten Schuhe im gesamten Spiel und haben dazu auch noch die allerbeste Winrate. Den Fail der Woche präsentiert uns Riot diesmal direkt selbst wieder. Tristanas Mini-Rework, nenne ich es einfach mal, ist ein absoluter Reinfall. Wäre Cassantes Winrate nicht noch härter gefallen, wäre sie garantiert der Abfalleimer der Woche geworden. Eines der Hauptprobleme, Riot hatte ihr 25 mehr Base Range gegeben, allerdings ihrem E und ihrer Ult keine zusätzlichen 25 Range gegeben. Nun muss man für beide Abilities einfach separat ransteppen und das fühlt sich so dermaßen bescheiden an. Wie zur Hölle kann sowas denn bitte einfach 2 Wochen lang durch das Playtesting auf dem PBE durchrutschen? Beim Trick der Woche habe ich für euch einmal einen der wichtigsten Aspekte zum Spacing und Dodgen von Skillshots mitgebracht. Vor allem bei Spielern aus den unteren Elo-Bereichen sehe ich immer wieder, wie sie extrem weit von ihrem Charakter wegklicken, um sich irgendwie zu bewegen und Skillshots zu dodgen. Makrostutter und kleine Steps sind vor allem in den höheren Elo-Bereichen extrem wichtig, um auch kleinere Trades zu gewinnen. Indem man so weit weg von seinem Charakter klickt, wird es damit auch fast unmöglich, schnell genug auf Skillshots zu reagieren. Da euer Cursor gefühlt an dem einen Ende eures Bildschirms ist, müsst ihr dann auf das andere Ende eures Bildschirms und das dauert einfach viel zu lange. Versucht euch das Ganze daher wirklich abzugewöhnen. Was macht eigentlich Riot? Der nächste Developer-Update ist bereits da. Hier müssen wir uns nun von Arena als potenziell permanentem Game-Mode verabschieden. Grund dafür ist einfach schlichtweg, dass die Leute den Game-Modus gegen Ende hin so gut wie gar nicht mehr gespielt haben. Der Modus kommt erst in der ersten Hälfte von 2025 zurück und dann aber zum Glück nochmal deutlich verbessert. Negative LP-Gains als auch eine Autofill-Disparity sollen nun Geschichte sein. Dazu arbeitet Riot an einem neuen System, um Smurfs besser einzuranken. Mit Patch 14.20 kommt auch Teemo's Art und Sustainability Update auf die Live-Server, das wirklich gottlos geil aussieht. Damit erhöht man aber auch direkt die Preise von Happy Elf, Raccoon und Badger Teemo. Die könnt ihr euch allerdings noch diesen Patch für die reduzierten 520 RP sichern. Um 15 Jahre League of Legends zu feiern, starten am 9.10. die sogenannten LoL Player Days. Durch Missionen könnt ihr euch dort den Anne Silvessary Skin gönnen. Und auch in diesem Zeitraum 3 weitere Limited Skins kaufen, deren gesamte Einnahmen Riot Games Social Impact Fund gespendet werden. Das war's damit auch schon für den Kluftkurier für diese Woche. Falls euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal. Denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.